Hallo und herzlich willkommen zu dieser Anleitung für den Nikolaus-Schuh. Was ihr dafür braucht, ist natürlich eure Nähmaschine, eure Nähutensilien wie eine Schere, solche Klammern oder Wonderclips. Optional ein Dekoband, um das Ganze irgendwie nachher anhängen zu können. Dann habe ich 3 verschiedene Stoffe verwendet. Das wird hier mein vorderer Stoff sein. Das hier ist mein Innenstoff. Dann noch etwas Volumenvlies, damit das Ganze noch etwas stärker ist. Dann habe ich noch einen anderen Stoff genommen für die Bändchen. Dann braucht ihr natürlich noch euer Schnittmuster und optional noch ein bisschen Folie, um nachher ein Motiv eurer Wahl drauf zu bügeln. Im nächsten Schritt schneiden wir uns unseren Schuh zurecht. Was ich schon gemacht habe, ist, dass ich mir diese Borte hier 4-mal schon ausgeschnitten habe. Dann habe ich mir auch schon meinen Innenstoff zurechtgeschnitten. Wichtig ist es dabei, dass ihr einmal das Schnittmuster so rumlegt und einmal so rum. Nun ist es an der Zeit, die Bändchen anzunähen, sich die vorher festzustecken. Ganz wichtig ist es, wenn ihr Volumenvlies nehmt, dass ihr das jetzt schon mit einbringt, dass es später noch stabiler ist. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist das Bändchen oben an der Öffnung des Schuhs rechts auf rechts anzubringen und jetzt hier eine Naht zu setzen. Und am Anfang und am Ende verriegeln. Das werde ich jetzt tun. Im nächsten Schritt geht es darum, unsere Nikolausschüchen aneinander zu nähen. Dabei ist es ganz wichtig, bei dem Innenstoff eine kleine Wendeöffnung zu lassen. Ich werde meine hier an der Seite lassen und man lässt die obere Kante hier komplett offen. Also wir nähen von hier bis ungefähr hier einmal so rum und dann nähen wir von hier bis hier. Und ganz wichtig, am Anfang und am Ende immer verriegeln. Bei dem Außenstoff ist es etwas anders. Da lassen wir auch den oberen offen, aber hier können wir einmal komplett der Form folgen und am Anfang und am Ende verriegeln. Das mache ich jetzt. Wenn ihr jetzt die 2 Außenstoffe aneinander näht mit eurem Volumenvlies, müsst ihr natürlich noch euren Henkel oder euer Band zum Anhängen anbringen. Das habe ich jetzt dummerweise vergessen. Also ich lege das jetzt gleich hier zwischen. Nähe das hier ein. So, wenn ihr alles zusammengenäht habt, sowohl das Vorderstück als auch das hintere Teil, habe ich hier so an den Rundungen ein paar Einschnitte gemacht, damit das Ganze nachher eine schönere Form hat. Und jetzt werde ich den Außenstoff einmal wenden. Der Innenstoff bleibt so. Ganz wichtig ist eben, dass man diese Wendeöffnung hat. Meine ist jetzt hier. Und jetzt stülpt man den rüber oder stopft den Innenstoff rein. So. Bis ihr hier die Borte oder die Bändchen hier so übereinander habt. Jetzt pinne ich mir das hier mit ein paar Klammern fest und nähe hier einmal rundherum. So, was ihr jetzt machen müsst, ist das Ganze hier
einmal durchzuziehen und zu wenden. Das mache ich jetzt. Und jetzt habt ihr hier eure Wendeöffnung. Die verschließe ich jetzt einmal. Das könnt ihr mit einem Matratzenstich machen, aber weil es ja eh innen ist, werde ich das jetzt mit der Nähmaschine machen. So, wenn ihr jetzt eure Wendeöffnung geschlossen habt, stopft ihr euren Innenstoff nach innen. Und schon ist euer Nikolausschuh fertig und einsatzbereit. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist euch das Ganze zu personalisieren. Das werde ich jetzt machen. Und ansonsten seid ihr jetzt fertig und könnt das entweder befüllen lassen oder für eure Liebsten befüllen.